Guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu, ich glaub's nicht, dass ich das sage, endlich wieder Minecraft. Was, wir spielen hier Minecraft? Ich muss weg. Oh Gott. Nein, bleib hier, lass mich nicht alleine. Ich denke, ich bin weggerannt und ich bin unter der... Bam! Oh, das war gemein. Ah, voll eine Axt im Schädel, ey. So, jetzt gibt's endlich wieder Unfug Minecraft mit uns. Du, super. Lass eine Runde Pool spielen hier. Was? Achso. Also nicht im Pool, sondern eine Runde. Ja, also wir können auch gerne eine Runde im Pool spielen. Also habe ich nichts dagegen. Lass uns Taschenbillard spielen. So, hier, warte, ich muss mein... Moment, mein ich hobel mir schnell ein. Nein, so. So, hier, nimm dein Kö in die Hand. Dann wird hier gespielt. Ja. Ich habe nur einen mit einer roten Spitze. Du hast ein Achievement bekommen, du hast den Inventar geöffnet. What the fuck, ist das schon wieder? Ja, das ist jetzt. Ja, wir spielen jetzt mit einer neueren Version, das könnte man vielleicht erwähnen. Hey. Und zwar 1.7, glaube ich, ist es. 1.7.4. 1.7.2 sogar, oder? 1.7.4 müsste es, glaube ich, sogar schon sein. Ich habe Minecraft von einfach geupdatet und bin derweil AFK gegangen. Das passiert halt ab und zu mal, dass geupdatet wird. Auf alle Fälle ist jetzt da serverspezifisch die Achievements. Das heißt, wenn ihr einen neuen Server betretet, kriegt ihr immer wieder alle Achievements neu. Ah, okay. Verstehe. So, ich muss mich jetzt hier gerade erstmal kurz in unserer Welt umgucken und nochmal eben das alles Revue passieren lassen, was wir denn so gemacht haben. Das machen wir mal, weil es ist, wie ihr auch mitgekriegt habt, behaupte ich jetzt mal. Hoffe ich doch. Also, so der ein oder andere. Ein bisschen Zeit ins Land gezogen. Es ist viel passiert, wir wurden von Außerirdischen entführt und haben Analsonden eingeführt bekommen. That's the reason why. Und die Außerirdischen haben und die Menschen als nicht gefährliche Spezies eingeordnet und deswegen leben wir noch alle. Genau. Ansonsten hätten sie uns alle vernichtet, das wäre schlecht gewesen. Ja, Pech gehabt, ne? Ja, ich meine, hey, ab und zu mal so eine kleine Vernichtung oder so eine kleine Menschheit ausgerottet, ist schon okay, kann man schon mitleben. Ja, durchaus. Also finde ich ja jetzt nicht. Nee, also es ist wirklich ja schon, um mal von dem Bullshit wieder wegzukommen, es ist ja wirklich schon eine Weile her, dass wir überhaupt mal was gemacht haben wieder. Deswegen müssen wir gerade kurz reingucken hier, was wir gemacht haben, und euch interessiert das ja bestimmt auch nochmal für die, die das jetzt eben wieder sehen. Naja, hier hatten wir Hallo. Den Hafen gebaut. Guten und Tag. Herzlich willkommen. Möchten Sie einen Apfel kaufen? Sagen Sie Apfel. Apfel. Möchten Sie eine Banane kaufen? Sie möchten 3 gelbe Bananen. Apfel. Ich habe sie leider nicht verstanden. Apfel. 3 grüne Bananen. Lecker, 3 grüne Bananen. Nom, 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 nom. Die guten, mit denen man von den Affen im Zoo beschmissen wird, ne? Ja, quasi. So, hier haben wir die Bibliothek. Um aber mal einen ernsthaften Grund übrigens zu nennen, warum wir nicht aufgenommen hatten. Irgendwie hatten wir, glaube ich, mal so eine Phase, wo wir dachten, jetzt machen wir auch mal was anderes. Irgendwie hatten wir auch mal so eine Phase, wo Yubis Internet gesagt hat, nee, ich mag nicht, stimmt, lass mich in Ruhe. Das hab ich so verdrängt, aber natürlich, die hatte auch ganz viel reingeschlagen. Und das war eine ganze Ecke. Das waren 4 Wochen ohne Internet, beziehungsweise mit schlechtem Internet. Also, genau. Sehr schlecht. Und stimmt, und dadurch kam das. Es gelohnt, überhaupt was zu machen. Und das hat halt einfach alles ein bisschen an der Zeit gezerrt und ja. Jetzt sind wir heute wieder da. Genau, man merkt sich auf dem Kanal, da ist endlich wieder ein bisschen Upload da, da passiert wieder was. Es geht jetzt wieder was, ja. Ich muss mich auch mal wieder hier ein bisschen auf den Hosenboden setzen und was machen. Bisschen Arbeit. Und dann läuft das. Ja, oh, das passt schon. Eine Pause sei uns auch mal gegönnt. Immerhin haben wir das über ein Jahr dauerhaft durchgezogen. Also von dem her. Genau. Dankeschön. Ja. Wir lieben euch. Danke. Er war für dich, Ballas. Oh ja, die Schmiede wollte ich nochmal umbauen. Die sieht mir zu eintönig aus. Aber das kommt noch. Warte mal, hier sollte der Magieshop hin, oder? So ein Hexenladen. Alchemie, genau. So ein Hexenladen. Ein Hexenladen. Möchten Sie die dicke Hexe mit der Warze auf der Nase? Oder die dünne Hexe mit der Warze auf der Stirn? Ich hätte lieber die mit dem Furunkel am Arsch. Ja, die ist leider ausverkauft. Oh. Hier ist nächste Woche wieder eine rein. Müsste erst nachproduziert werden, quasi. Genau. Wir müssen sie erstmal sich auf Kröten setzen lassen. So, hier hattest du ja deine Mine hingebaut, also wo der Eingang ja auch nochmal größer werden sollte, wenn ich das so recht im Sinn habe.
Hier müssen noch so wie bei Herr der Ringe so Statuen hin, weißt du, so, oh, ihr kommt nicht vorbei. Ja, aber sowas in die Richtung war doch, aua, angedacht. Schnippel auf den Kopf. Yay. Oder? Ja, hier wollte ich noch ein bisschen was größer, also ein bisschen den Eingang noch überarbeiten und alles, aber das ist in Arbeit, das sehe ich hier, passt. Dein Minenarbeiterhaus war da auch noch? Moment, ich mache mir eben einen anderen Song an, die singt schon wieder. Yay. Hört auf zu singen. Ich will der Allerbeste sein. Da wird auch gesungen. Wie keiner von hier nicht, glaube ich. Es wird sich gleich zeigen. Hier oben ist unsere Aussichtsplattform, da können wir mal einen Rundumblick rumwerfen. Das Gute ist übrigens, jetzt kann ich die Playlist wieder hören. Ey, hier hat ein Baum irgendwie die Aussicht minimal zerstört. Benutzen wir den Baum einfach als zusätzlichen Aussichtspunkt. Stimmt, da drüben haben wir... Wir haben leider kein Optifine mehr. Schade. Ja, das stimmt. Das habe ich vergessen. Egal. Da müsst ihr heute mal mit leben. Mhm. Wie immer irgendwie, es sollten sowieso noch so viele Sachen kommen, was wir noch machen wollen. Shader. Das kehren wir jetzt einfach mal unter den Tisch. Schau, da ist der Tisch. Kehr, so ist drunter. Wir wollten nie was anderes machen. Wir sind eigentlich fertig mit der Welt. Genau. Tschüss und lebt gut. Lebt gut. Ja, lebt wohl. Lebt gut. Lebt gut. Hab ich gerade Lebkuchen gehört? Lebgut kommt von Lebkuchenhaus und Lebkuchenhaus kommt von Nikolaus. Nikolaus kommt von Niki Graus, ne? Wer kennt ihn nicht, den Niki Graus? Oh mein Gott. Ein sehr epischer Film übrigens. Niki Graus? Nee, Nightmare Before Christmas. Achso. Jack Skellington, der Weihnachten entdeckt und dadurch von Niki Graus, also dazu von Niki Graus inspiriert wird. Also natürlich von Nikolaus, aber es ist ein Niki Graus, ne, für ihn. Ich verstehe. Hast du Nightmare Before Christmas nicht gesehen, oder was? Nicht wirklich, ich bin dabei mal eingeschlafen. Oh, das ist meiner Meinung nach eine Bildungslücke. Das ist ein sehr guter Film. Ich fand ihn halt einfach nicht spannend und dachte mir so... Oh, schon vorbei? Stimmt, weil wir gerade bei Filmen sind. Ich habe mir ja jetzt auch hier Catching Fire im Kino angeschaut, ne? Tribute von Panem 2, praktisch. Wer nicht, ja. Wer nicht. Also ich habe ihn mir auch angeguckt. Welchen Teil fandest du besser? Also was fandest du besser? Weil man hört ja von vielen Leuten so, nee, die erste Hälfte ist relativ langweilig, die zweite ist besser. Redest du jetzt von Hälften oder von Büchern bzw. Filmen? Also vom zweiten Teil. Fire, vom zweiten Film. Ja, wenn wir den jetzt in zwei Hälften schneiden quasi. Genau, also weil ich habe von vielen Leuten gehört, so von wegen so, ja, die erste Hälfte fand ich voll langweilig. Naja, die ist halt Story grundlegend. War voll gut. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand die zweite Hälfte eigentlich eher grottig. Ja, also die Arena war ein bisschen zu kurz, fand ich. Also das kam ein bisschen zu kurz. Und der Film wirkt ein bisschen emotionslos teilweise. Also ich habe ja nur alle Bücher dazu gelesen und fand die Bücher sehr emotionsvoller, emotionaler. Gut, keine Ahnung, kann ich bei den Büchern nicht sagen. Aber um auf deine hauptsächliche Frage zurückzukommen, es ist eben wirklich so, dass die erste Hälfte absolut storygrundlegend ist. Ne, also es geht ja halt darum, wie sie denn da eben durch die ganzen Distrikte fahren und dann die Gegenden kennenlernen, die Aufstände so langsam sich entfachen, weil sie eben da sind und so. Also gerade in Distrikt 11 war das ja ganz stark mit Rue beispielsweise, mit Rue und Trash. Bei den beiden... Ich sogar die Namen, hell. Ja, ich habe ja die Bücher alle gelesen. da war das ja halt ganz stark, da hat man das ja gemerkt, als sie dann diesen Gruß gen Himmel gemacht haben, als sich... wie heißt denn die Hauptdarstellerin noch? Katniss. Als die da geredet hat. Ja, und dann die dann den Gruß da eben hochgemacht haben mit den drei Fingern. Wurde dann ja der alte Mann sofort erschossen und dadurch sind ja die ersten Aufstände halt so richtig entfacht. Und dafür ist das eben einfach da. Das ist einfach nur Story-grundlegend. Okay, es ist ein bisschen viel Liebesgesülze und das kommt genau falsch rüber in den Film. Das fand ich ein bisschen doof. Gut, keine Ahnung, wie es in den Büchern rüberkommt. Die Bücher werde ich halt auch nie lesen. Ja, aber wie kam diese Liebesszene denn für dich rüber? Fragen wir mal so. Naja, also ganz ehrlich, ich finde Katniss an sich als Charakter irgendwie absolut langweilig. So von den Filmen her jetzt, ne? Also ich weiß nicht, wie es in Büchern ist, aber von den Filmen her finde ich sie als Charakter echt, ja, sie ist da, aber du könntest sie im Grunde auch komplett rausschneiden, das würde keinen Unterschied machen. Ist in den Büchern anders, aber die sind halt auch in der Ich-Perspektive geschrieben, also weißt du ja, aber vielleicht der eine oder andere nicht. Das ist das Problem. das Problem, warum ich sie nie lesen werde. Ja, dementsprechend ist es ja einfach so, dass das, ja, wie soll man das jetzt sagen, dass diese Gefühle, die sie so hat und die Gedanken, die sie hat, die kann man in einem Film einfach nicht so ausdrücken.
Das ist verhältnismäßig gut umgesetzt, da würde ich mich gar nicht beklagen. Wenn man die Bücher kennt, dann weiß man aber auch, wie der Charakter tickt. Und für jemanden, der die Bücher nicht gelesen hat, glaube ich, ist das schwierig. Also ich glaube, man hat zum Beispiel nicht so richtig diesen Zwiespalt zwischen... Jetzt fallen mir die anderen Namen nicht mehr ein. Rue und Trash weiß ich natürlich, aber die Hauptdarsteller habe ich schon wieder alle vergessen. Der Kerl, mit dem sie immer jedes Mal zu diesen Hungerspielen gefahren ist, war der Peter. Peter, genau, und der andere hieß... Der andere heißt, glaube ich, irgendwie anders. Nicht Gideon, das war ein anderes Buch. Ich habe zu viele Bücher gelesen in letzter Zeit, seitdem ich kein Internet hatte. Ich glaube, sein Name ist Typ 1. Wie hieß er denn? Also der eine hieß Peter Melmark und der andere hieß... Moment, das muss ich jetzt wissen. Jochen! Nein. Moment. Thorsten! Klausi! Juwe, nimm noch auf, ich unterhalte euch so lange, ne? Mit Namen, die ich einfach so reinwerf. Und als ich das Buch in der Hand hatte und es nicht aufgeschlagen habe, fiel es mir ein. Gale heißt er. Was? Wie? Gale. Gale, ah. Ja, ey, Gale, ich kenn voll viele Gales. Fairy Tail, ist zwar vom selben Zeichner. Wer zum Beispiel Rave gelesen hat, kennt schon mal zwei Gales. Tja. Aber zwischen den beiden steht sie halt extrem. Also sie will sich eigentlich für keinen entscheiden. Sie hat gar keinen Bock auf dieses ganze Liebesgesülze, weil sie viel zu viel damit zu tun hat. An sich zu denken, an ihre Familie zu denken, die zu beschützen, an die Arena zu denken und so weiter. Also sie hat eigentlich gar keinen Platz für diese Liebesgeschichte, die teilweise ja aufgezwungen ist und teilweise ist sie freiwillig. Und da zwischen diesen Welten schwebt sie halt immer so hin und her und mal merkt sie so ein bisschen, oh, da ist es jetzt. Und dann denkt sie sich im nächsten Moment wieder so, nee, überhaupt nicht gut. Will sie nicht, hat sie keinen Bock drauf und dann wird ihr das wieder aufgezwungen. Also es ist ziemlich interessant geschrieben. Man muss aber so ein bisschen auf so eine Liebessachen stehen, muss man dazu sagen. Also man muss da schon ein bisschen Verständnis für haben, sage ich mal. Ach stimmt, ich war der Tisch mit der Schlucht drunter, mit dem Abgrund. Das war geil. Richtig. Ja, so, gut, jetzt aber, müssen wir aber mal irgendwas bauen, bevor wir uns jetzt hier so genau, absolut festschnacken. Dann fangen wir erstmal an mit bauen. Was bauen wir denn? Wo wollen wir weitermachen? Wir müssen eigentlich das Herrenhaus einrichten, aber da muss ich jetzt mir erstmal wieder Ideen fischen. Das habe ich alles wieder vergessen. Wir bräuchten für die Bibliothek Bücher. Wir brauchen für... Leder habe ich noch. Sind wir beim Rathaus eigentlich durch? Ich glaube auch noch nicht, oder? Nee. Obwohl das relativ abgeschlossen eigentlich war, glaube ich. Ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade erstmal Lust auf was Stumpfes irgendwie. Ein Gemein. Ja, wollte ich gerade sagen. Vielleicht gehe ich einfach mal Main. Das ist jetzt ein sanfter Anfang. Wir können uns wieder ein bisschen einfuchsen an Minecraft und erzählen euch einfach so, was so in der Zeit passiert ist, wo wir nicht da waren. Und was uns so bewegt. So, fertig. Was bewegt uns? Nichts. Nicht. So, fertig. Nee, aber das finde ich ganz gut. Alle Themen abgearbeitet. Fangen wir wieder mit Mist an. Okay, dann gehe ich mal schnell in mein Hütchen. Und da baue ich nichts. Da lagere ich erstmal Zeug ein. Jo, mach das. Ich habe ein relativ volles Inventar. Und dann gehe ich auch irgendwo in die Mine und mache auch was Stumpfes, weil dabei lässt sich am besten quatschen irgendwie. Ja. Ich habe übrigens in der Zeit, in der ich kein Internet hatte, ungefähr 7 Bücher gelesen. Sogar fast 8. Und dementsprechend habe ich meine Zeit ganz viel damit verbracht. Und du hast gezockt? Ich habe ein bisschen gezockt. Offline. Ich habe zu der Zeit, habe ich da GTA durchgespielt? Ich glaube schon, hattest du, glaube ich, gesagt. Ja, ne? Ich glaube, GTA hatte ich da durchgespielt und Assassin's Creed zur Hälfte. Also den neuen Teil. Das ist Black Flag. Ja, der ist ganz nett. Pirates Creed. Also der ist ganz nett, aber irgendwie fesselt der nicht so. Da habe ich irgendwie mehr an dem dritten Teil gesessen. Wo ich sagen muss, ich finde ja die Idee ganz cool eigentlich, dass er eigentlich überhaupt nicht Assassine ist am Anfang, der Typ eigentlich, ne? Hier der. Ja, ist er eigentlich in dem ganzen Spiel nicht so richtig. Ja, weil er ist ja eher so, was ich jetzt gehört habe, ich habe selber nicht gespielt, aber nur was ich so gehört und gelesen habe und so, ist ja eigentlich eher so, er tötet einen Assassinen, nimmt sich dem seine Klamotten und merkt so, hey, damit hat man ja voll die geilen Vorteile, ne? Ja, genau. So, voll den super Mitgliederbonus, das nutze ich einfach mal aus, weil ich es kann. Ja, genau so ist es. Also das ist halt eigentlich ein Typ, der total auf sich selbst bezogen ist, der will eben einfach reich werden, ne? Das ist so sein Ziel. Piraten halt, ne? Ja, da hat er eben Bock drauf. Und das finde ich aber auch ganz sympathisch, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ist halt alles nicht so...
Du bist ja so geil. Nicht so clanbezogen. Das fand ich in den anderen Teilen manchmal ein bisschen anstrengend. Nee. Ich bin Pirat, sag ich schon. Ich bin Templar. Boah, du bist Templar, ich bin Assassine. Stirb. Bah. Ja, das hast du halt da eher so ein bisschen aufgezwungen. Also ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Ich muss mich hier gerade in meinem Lager erstmal wieder zurechtfinden. Schlimm. Ich hab hier nichts beschriftet. Also im zweiten Keller. Ist aber auch ein Spiel, was man Assassinenfreunden durchaus empfehlen kann. Ich find's vom Game-Setting her und so sehr viel besser als den dritten. Also gefällt mir eigentlich recht gut. Da kann ich jetzt nicht so mitreden. Habe ich beide nicht gespielt. Ich habe mir dein Let's Play auch nicht zu Ende angeguckt. Ja, weiß ich. Das ist immer so Standard bei mir. Ich fange Let's Play anzuschauen, denke mir, ja, ist eigentlich interessant. Und dann, ja, irgendwie, ja, dann doch nicht mehr. Dann schaue ich es doch nicht mehr weiter. Macht ja letztendlich auch nichts. Man geht ja immer danach, worauf man Bock hat. Ja, das Problem ist, eigentlich hätte ich ja schon Bock zu sehen, wie es weitergeht, aber nee. Und was ich sage. Du kriegst so viel Zeit. Ja, das stimmt. Was ich übrigens sagen muss noch zu dem Teil, zu dem vierten Teil jetzt von Assassin's Creed. Er buggt nicht so, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn auf der Xbox spiele. Ich bin mir nicht sicher. Ja, der Juvi ist Microsoft-Fan, der hat eine Xbox. Die habe ich mir halt einfach mal gekauft, weil ich eigentlich GTA spielen wollte und das GTA für die Dingens eben nicht mehr gab. Für die Playstation. Ich bin sofort wieder da, ich muss mal eben mein Näschen pudern. Vielleicht hört man es raus, ich habe ein bisschen die Rüsselseuche. Bin gleich wieder da. Gehst du jetzt raus aus dem Zimmer dafür? Mal gucken, ob wir es hören. Lauscht mal. Ganz gespannt.